willkommen zu einem neuen Video und es ist ein Gangbang in Sachen Mary Fuck Kill. Wir sind echt viele und jeder macht mit. Was guckst du so? Gangbang kennst du spätestens seit deiner Zeit in Stuttgart. Kennst du? Hitler! Du hast mit Herdling! Einmal ich und Tim, wir machen die Frauen. Jan und Bella, ihr macht die Männer. Und wir fangen jetzt mal mit vorne an. Tim, du ziehst, ich lese. Ja. Sind das die Frauen? Nee, das ist Pedro Lombardi. Das ist so. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier einmal Sunny Loops. Kennst du die? Ja. Das ist Hammer. Jan, kennst du Sunny? Ja. Die ist Hammer, oder? Ja. Dann haben wir mit 5 Herzen geschrieben Bella. Mörder! Und? Ist es Paola? Ja. Ah, okay. Und über meine Schrift meckern, Fräulein. So! Paola kenn ich gar nicht. Paola Maria? Oh, sehr hübsche Dame. Ist bloß mit Sascha verheiratet. Das macht es schwer. Und Mami. Und Mami, das macht es noch schwerer, sich vorzustellen, mit ihr was zu haben. Mit wem verheiratet? Mit Sascha von den Außenleitern. Ach, krass. Aber ich mach mal hier dieses Bikini-Bild auf, das ist, da können wir besser gucken. Achso, okay. Achso. Okay. So, sag du mal erstmal deine Meinung. Wen würdest du heiraten? Wen Penis. Würdest du bumsen? Und wen würdest du. Bella würde ich natürlich heiraten. Sunny Loops würde ich bumsen. Okay. Und sie würde ich killen. Krass! Was? Pau. Ja, stimmt, das war das Einzige, was noch übrig ist. Ja. Du Arsch! Ja. Jan, was würdest du sagen? Was ist deine Meinung zu Sunny? Also die ist echt ziemlich hübsch und ich habe das Video gesehen, wo sie so irgendwie seltsame Kommentare und da von anderen YouTubern schreiben musste und dann habe ich zuerst nicht geschnallt, dass das nur für ein Video ist. Wir haben bei uns drunter geschrieben, wie oft in der Woche schlaft ihr eigentlich mit anderen. Ja. Okay. Aber das fand ich lustig. Okay, was, kennst du Paola? Nee. Aber es ist eine nette, hübsche. Und hier, was sagst du jetzt so? Miss Bella? Mrs. oder oh, Miss? Ich kotze gleich! Was denn jetzt so? Oh, Arsch, die Miss Beauty Palace ist für Arme. Okay, ich muss mal bei mir. Paola hat eine schöne Familie und ich könnte mir voll vorstellen, davon Teil zu sein, deswegen würde ich Paola heiraten. Dann muss ich auch gar nicht. Ich finde ja Kinder auch so von 0 bis 3 voll langweilig. Echt? Ja, was kannst du machen? Die heulen nur und schreien rum. Ja, okay, das stimmt. Aber die schlafen auch viel. Ja, aber dann schlafen die immer nur so 2-3 Stunden. Und dann heulen sie wieder. Und dann heulen sie wieder und dann kannst du nicht schlafen. Deswegen finde ich das voll. Ich würde Paola heiraten. Ja. Ich hab. Bella, dich bring ich um. Oha. Ja! Aaron! Um das ich schick dir nie wieder was zum Geburtstag. Um das wir Sex hatten, hatten nie wieder zum Essen. Wir hatten schon oft genug die Möglichkeit, das zu haben. Es hat nie geklappt. Ich habe keine Vergleichswerte. Bombe! Na! Und Sunny ist eine liebe, nette, hübsche. Genauso wie du, aber sie wohnt in Berlin. Ja? Das merke ich nicht. Ja, okay, hey, Stimmung ist geil! So, die Männer. Jetzt bin ich gespannt. Okay, du fängst an. Gut, und du liest es vor, ne? Mhm. Also, wir haben hier einmal Eugen von Dagi. Kennst du Dagi B? Ja. Und auch ihren Mann? Eugen ist ihr Ehemann. Ja. Okay. Dann haben wir hier, das ist heute unsympathisch TV. Ja. Kennst du Sascha? Ja. So. Und dann haben wir hier den Aaron. Das ist schon ich weiß nicht schon, was Bella machen wird. Den Aaron würde ich heiraten. Ja. Was soll das? Ach ja, sorry, dich habe ich ja auch schon geheiratet. Ja. Und wie stellst du dir unsere Hochzeit vor? So zu dritt? Zu dritt, ja. Wie auf Ibiza mit dem Eugen. Okay, dann musst du noch jemanden umbringen und bumsen. Genau, also ich würde den Eugen umbringen. Aber ganz zärtlich! Und mit unsympathisch TV würde ich Sex haben. Und was glaubst du, unsympathisch Sascha, seine Performance? Ich kann es mir tatsächlich, ich muss es vorher ausprobieren. Okay. Hey, Bella! Also als erstes Eugen ganz klar kill.
Warum? Weil der mit Dagi verheiratet ist. Oh, voll die Sister so hier. Dann ist es jetzt tatsächlich ganz schwierig, weil Hitler. Sascha ist so einer der nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und ist aber jetzt vom Äußeren her nicht mein Typ. Heißt also, ich würde ihn dann marryen, weil in der Ehe hat man bekanntlich sowieso keinen Sex mehr. Und jetzt sag doch mal, wie ist denn der optisch? Das ist jetzt schwierig, weil jetzt bleibt ja immer noch Fuck übrig. Aber ich kann es leider hier anders nicht regeln. Deswegen, ja. Boah, aber sag doch mal was Nettes über mich. Ja, wenn wir dir eine Tüte über den Kopf ziehen, können wir das mal ausprobieren. So. Okay. Das war's von der XXL-Version Mel Fuck Kill. Gibt's irgendeinen. Gibt's irgendeinen YouTuber, den du gerne mal daten würdest? Daten? Nee, da fällt mir jetzt keiner ein. Ich lese noch kurz die Namen alle vor, die über sind, und ja, ihr sagt schnell euer Feedback, dann machen wir das auch mit den Frauen. Okay. Marcel Scorpion. Nein, wir müssen jetzt eins von den dreien immer sagen. Nein, du sagst einfach geil, dumm, Arschloch. Hitler! Ja, oder? Oder Hitler. Genau, oder so. Marcel Scorpion? Bella? Nee. Also, ich weiß, es ist bestimmt doch, nett, gut. Aber. Also jetzt vom Äußeren jetzt nicht. Ja, wir sind hier ganz oberflächlich. Es geht nicht darum, ist ein netter Mensch und hilft uns. Ich weiß sogar, ich kenne ihn ja gar nicht. Ja, aber du siehst ihn doch optisch. Kennst du ihn optisch? Ich hoffe, ich habe das richtige Gesicht. Der Freund von Sonny Luxus, ne? Ach so. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade das richtige Gesicht vor Augen. Ist schon das bisschen runde, hässliche. Doch, also ich weiß nicht, ob ich gerade an den richtigen denke. Ja, bei Sunny kommt man nochmal durcheinander. Dann haben wir Wieso. Ja, den finde ich echt gut. Schlumpf! Genau, deshalb, also Haarfarbe ist nett. Ja, den Rezo finde ich gut. Und diese Haarfarbe, ich finde, das passt auch richtig gut zu ihm. Pedro? Lombardi? Oh, Mary sofort. Ja? Oh. So süß. Doch, also ihn kennen würde ich auch gerne mal. Spaghetti Fresse! Na! Chris Bullshit TV hatten wir schon. Ah, nee, es war Siebes von Bullshit TV. Ja, sieht ganz gut. Aus. Wie sieht er aus? Ja, dann kann ich aber der ist klein, ne? Der sieht aus wie Bullshit TV. Ach doch, der sieht gut aus. Ja. Okay, wen du nicht! Marvin Magnificent. Mary. Ja, ich auch. Mary. Okay, und das große Finale ist Sammy Slimani. Mary auch. Ich würde ihn auch heiraten. Wirklich? Ausländerquote! Bin noch? Nein! Boom. So toll, ey! Sammy Salami! Nein, das ist er ja gar nicht, ist Haramstufe rot. Okay, Bella, komm, wir machen noch schön die Damen, dann sind wir durch. Okay. Na! Kisu! Kenn ich nicht. Ist so eine kleine asiatische Dame. Ist nicht mehr so meins. Außerdem ist die gerade schwanger. Sushi Mushi. Also ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, die ist schwanger. Ach ja, ja, hab ich mitbekommen. Und der kommt doch bald, glaube ich. Nee, und schwangere Frauen, dann kriegt das Kindchen Grün. Oha! Okay. Ich habe hier auch. Sammy? Nee, das ist meine Schrift. Ja, aber wer ist das denn? Achso, dann ist es auch Sammy Slimani. Die kann man ja wahrscheinlich bei beiden machen. Achso, eigentlich. Ja. Senna Gamur. Oh, vor der habe ich Angst. Kennst du Senna? Nee. Die von Monroe? Ja, die. Ist das die mit den dunklen Haaren? Ja, die Kopfnüsse verteilt, wenn du frech bist. Und das stimmt, das ist jetzt kein guter Witz. Nihan. Oh, Nihan ist super. Aber ich habe Angst vor Typhoon. Das hört sich an, als wenn man über GZS zu dreht. Dann haben wir. Ihr müsst mehr YouTube gucken, ja. X-Later? Das sagt mir alles nichts. Oh, X-Later. Kennst du X-Later? Nein, Julia. Julia ist optisch. Okay. Ja. Die ist wunderhübsch. Obwohl die einmal so auf mich war, als ich bei Wurzel gesagt habe, geh mal schnell weg, Dagi kommt jetzt die Stars. Also, aber hey! Kein Arsch! Nein! Alle jetzt zusammen, wir Lucy Cat. Lucy Cat macht Pornos. Ja. Da kommt im nächsten Video. Ich habe mit drei Pornostars Video Witze erzählt. Achso, Witze, okay. Ja. Ich dachte, jetzt Porno ein Video reden. Boah, aber wir können auf die Venus gehen. Boah. Bist du da nicht schon mal gewesen? Ich bin da dauerhaft, ich bin oh Venus-Reporter Nummer 1. Wir gehen zusammen auf die Venus. Ich werde sterben. Also ich glaube, das könnte echt witzig werden. Ja. Komm, jetzt machen wir so ein richtiges Influencer-Gebettel. Also, wenn wir 20.000 Kommentare kriegen, dann gehen wir auf die Venus. Und bei 40 kommt Bella auch mit. Nein, die treffen wir sowieso da. Also. Am Stand. Am Stand, ja. Am
Da gibt es wirklich so einen Stand auf der Venus, genauso wie auf der Comic-Con, wo die ganzen Stars sind und du kannst dir Autogramme holen. Ja. Geil. Super. Also, Daumen nach unten, dann gehen wir zusammen auf Venus. Oh, das wäre witzig. Das wär echt so witzig. Ich kann schon sagen, ich mache dieses Jahr... Ich werde dabei. Ich mache dieses Jahr erstmal auf der Venus die Blindentour. Das wird auch gut. Die Blindentour? Ja, da gibt es immer eine Blindentour. Ne? Boah, guck dir mal die Titten an. Ach, geht ja nicht. Die werde ich erstmal machen und dann mit Gewitter im Kopf über die Venus. Das wird der Hammer. Gewitter am Arsch. Könnte auf der Venus passieren. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Geht bitte auf den Kanal von Jan. Und geht den auf den Kanal von Bella, da sind zwar keine Videos von uns, aber sie schminkt sich immer ganz nett. Bald gibt's Videos von uns. Ein bisschen Anspruch habe ich auch. Mhm. Du willst nur nicht, dass das Video rauskommt, wo ich dich verprügel bei der Polizei. Ach stimmt, das haben wir auch gedreht. Ist ja schwierig, ja. Mhm. Ja, stimmt, das war's. In dem Sinne, tschüss. Sympathisch winken. Tschüss. Muss ich mich nach vorne beugen und husten? Nein. Es hat ein bisschen gedauert, oder? Ja, Ding Dong. Nicht erschrecken. Ja. Ich bring dich jetzt in Position. Gibt es Kunden, die sich erschrecken?